Peruvisión entrevista a Carola Muschke. Nos va a decir en qué función se encuentra ahora. Carola, mucho gusto de verte nuevamente en esta nueva función. Te felicito por el cargo que ahora tienes. Cuéntale para a nuestro público peruano cuál es la novedad que nos traes. Muchas gracias. Mi nombre es Carola y trabajo para Candela en Alemania. Candela está en el mercado ya más que 30 años, pero en este año, después de la pandemia, abrimos una sucursal en Alemania, Hamburgo, para estar más cerca de nuestros clientes en Europa. Muy bien, ahora cambiamos a alemán porque es una firma que va a ser en Alemania. So, jetzt wechseln wir die Sprache. Es ist ja jetzt eine Firma, die in Deutschland gegründet wurde, Candela Biohandels GmbH. Das Erste, was ich natürlich interessant frage, was wird Candela in Deutschland machen? Welche sind die Ziele? Genau, das Ziel ist, dass wir noch dichter an unseren europäischen Kunden sind, an den Kunden, die wir in Deutschland haben, aber auch in Europa ganz allgemein. Wir bedienen zwei Sektoren, zum einen die Lebensmittelindustrie und zum anderen auch die Kosmetikindustrie. Wir liefern Rohstoffe von Paranüssen bis hin zu Ölen, Fetten eben für die Kosmetikindustrie, aber auch andere Rohstoffe für die Lebensmittelindustrie, wie zum Beispiel proteinreiche Mehle, Nuss, Snacks, die besonders gesund sind, besonders schmackhaft sind. Und wir wollen eben neben dem Rohstoffmarkt eben auch den Einzelhandel bedienen. Ah, Rohstoffmarkt und Einzelhandel. Ganz das heißt genau. B2B und B2C. Genau, das ist das Ziel, ganz genau. Und gibt es also auch eine physische Präsenz? Also ich bin also da, weiß ich nicht, also gibt es ein Laden, gibt es ein Büro, gibt es das so, oder ist alles virtuell, digital? Nein, einen Laden haben wir noch nicht, aber wir haben das Unternehmen ja auch erst dieses Jahr gegründet. Wir werden natürlich Step by Step wachsen. Wir haben bis jetzt eben unser Büro und ein Lager und werden zunächst weiterhin den Rohstoffmarkt bedienen und dann den Bereich des Einzelhandels langsam entwickeln. Ich habe gesehen, ihr habt schon eine Internetadresse. Nee, also sehr schön, hat mir auf Anhieb gefallen. Vielen Dank. Nee, und da merkt man schon, also, aber das ist, glaube ich, soweit ich es gesehen habe, also der Kosmetikbereich, also wird jetzt abgedeckt. Und da kommt noch dazu, das, was du erwähnt hast, auch die Lebensmittel. Auch die Lebensmittel, ganz genau, ja. Der Lebensmittelmarkt entwickelt sich weiterhin im Sinne von gesunden Lebensmitteln, natürlich bio- und Fairtrade-zertifizierten Lebensmitteln, aber auch der vegane Markt entwickelt sich sehr viel stärker. Das heißt, wir bieten zum Beispiel Produkte an, die besonders proteinreich sind. Und deswegen denken wir, dass wir auch Snacks anbieten können, die eben auch für den Endkonsumenten wichtig sind. Neben den Rohstoffen auch Produkte, die direkt zwischendurch bei der Arbeit unterwegs konsumiert werden können. Mhm. Naja, das heißt also, du stehst am Beginn einer Reise und das geht ja, wie du gesagt hast, Step by Step, also man wird sehen. Die nächste Biofach findet ja wieder im Winter, nicht wie dieses Jahr, also im Sommer. Was meinst du, welche sind deine Ziele bis zur nächsten Biofach? Also wann könnte es sein, oh, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg, also was die Entwicklung der Firma angeht? Wir freuen uns, dass zwei Biofach-Versionen jetzt so schnell hintereinander stattfinden, denn es ist für uns natürlich jetzt genau der richtige Moment, den deutschen Markt noch weiter zu entwickeln. Mit der Niederlassung mit unserem eigenen Lager in Deutschland haben wir die Möglichkeit, eben auch kleine Kunden zu beliefern. Vorher war es sehr schwierig, weil wir aus Peru idealerweise nur komplette Container verschiffen könnten. Und jetzt sind wir eben auch in der Lage, kleine Manufacturer, also kleine Start-ups zu bedienen, die vielleicht eine Palette oder sogar weniger von unseren Produkten haben möchten. Mhm. Und es ist wichtig für uns, mit diesem Unternehmen auch in einem persönlichen, engen Kontakt und Austausch zu bleiben. Und von daher ist es für uns perfekt, dass wir ein halbes Jahr später schon wieder Follow-up machen können, dass wir weiter in Gespräche gehen können, dass wir weiter dicht an den Trends des Marktes sind, um zu verstehen, was braucht der europäische Markt und welche peruanischen Superfoods werden in welcher Form dafür angewendet. Nee, dann passt es sehr gut, also wie du gerade erwähnt hast. Ja, also wir freuen uns darüber, dass jetzt die Firma gegründet wurde. Wir gratulieren dich und wir würden gerne in einem halben Jahr nochmal mit dir reden, zu sehen, also wie ihr vorangekommen seid. Und Peruvisión steht euch immer bereits zur Verfügung. Wir werden es natürlich also mitteilen, weil das ist, ich denke, die peruanische Präsenz in Deutschland, also wird
jedes Mal stärker. Und das ist, was wir uns erhofft haben. Absolut. Peru hat eine unglaubliche Vielfalt an Superfoods und an natürlichen Rohstoffen und Zutaten, die in Deutschland teilweise noch gar nicht bekannt sind. Und da sehen wir uns auch als verantwortlich, um diese tollen Eigenschaften weiter bekannt zu machen und an die europäischen Märkte und Kunden heranzutragen. Ein Abschied von unserem Publikum Peruvision an einem Tag wie heute. Also, wir feiern heute ja den 28. Juli. Hier ist das Patrias, vielleicht kannst du das noch abschließend sagen. Also ein Gruß an die peruanische Gemeinschaft, die Peruvision Gemeinschaft. Vielen, vielen Dank und habt einen wundervollen Tag und seid weiterhin stolz auf euer großartiges Land. Muchas gracias. Muchas gracias. Okay.